Es geht um Schuld, Drohungen und Betrug. Eine Erfahrung, die gerade Katharina Oesterhaus macht. Ende vergangenen Jahres kauft die 32-Jährige aus Hamm eine Wohnung. Was noch fehlt? Ein schönes Bad. Der größte Wunsch war halt wirklich eine ebenerdige Dusche mit einer Abtrennung einer Glasfläche. Schwarze Armaturen waren auch ein kleiner Wunsch. Und dass es halt einfach modern aussieht, weil das vorher... Das Badezimmer kam aus den 90ern und ist etwas in die Jahre gekommen. Und deswegen habe ich mich für ein modernes Badezimmer entschlossen. Die Verwaltungsangestellte wird auf dieses Fliesengeschäft in der Innenstadt aufmerksam. Alles scheint seriös. Geschäftsführerin Mariam E. und Verkäufer Mohammed E. machen ein Angebot. 12.000 Euro für ein Traumbad. Katharina Oesterhaus stimmt zu, überweist 6.000 Euro als Anzahlung. Weitere 2.000 zahlt sie bar. Dann soll sie wieder 2.000 Euro zahlen. Ich habe auch nur noch geweint, weil ich habe in den 2 Wochen, wo geplant war, dass es fertig wurde, auch Homeoffice beantragt, damit ich dann halt immer auf der Baustelle bleibe. Und dann wurde es halt immer länger und länger. Und dann kamen auch die Anforderungen von diesen weiteren 2.000 Euro, sonst können wir nicht weitermachen. Sie zahlt in bar, das Bad, eine Baustelle, dann wieder 2.000 Euro, wieder in bar. Sie lehnt ab. Ja, da wurde ich dann bedroht. Also, wenn du das jetzt nicht zahlst, dann brechen wir hier alles ab und ich werde eine linke Ratte. Da kamen 1.000 Sachen. Also, man hat sich echt unter Druck gefühlt. Auch Jana Pham hat Ärger. Die 45-jährige Physiotherapeutin möchte ihre Praxis renovieren, sucht Anbieter im Internet, wird dort auch auf Mariam E. und Mohammed E. aufmerksam mit einem anderen Geschäft. Das hat mir tatsächlich ein Angebot gegeben mit fettes Summe und mit Zahlung Vereinbarung, so. Und ich habe mich gewundert, warum der erste Abschlag oder Abschlag 14 oder 14 oder 11.000 in bar. Trotzdem, sie geht auf das Angebot ein, zahlt die 14.000 Euro. Laut ihres Anwalts eine betrügerische Masche, die bekannt ist. Es werden Leistungen angeboten, die praktisch nicht fachgerecht und vor allen Dingen auch nicht endgültig fertiggestellt werden. Wo das Geld landet, weiß keiner. Diese Masche unter Druck setzen, um Barzahlungen zu bekommen auf der Baustelle, wurde auch schon in der Vergangenheit angewandt unter anderen Firmennamen. Es folgen weitere 31.000 Euro, alles in bar. Die Arbeiten in der Praxis unsauber ausgeführt, der Strom funktioniere teilweise nicht, die Fliesen unterschiedlich. Weitere Zahlungen verweigert FAM. Ich habe nicht mehr gegeben und dann, er hat mich richtig bedroht. Er kam zu meinem Privatzuhause. Ich kläre alles mit der Polizei, mit dem Rechtsanwalt. Wenn du die Tür nicht aufmachst jetzt, ne, schwöre ich dir beim Leben meiner Kinder, ich kill euch alle. Ich habe Angst. Vor allem, ich habe 5 Kinder. Oder wir haben 5 Kinder. Die Kinder haben geweint. Während der Dreharbeiten kommt raus, Jana Pham eröffnet vor einiger Zeit als Geschäftsführerin diesen Fliesenladen in Hamm, zusammen mit Mariam E. und Mohammed E. Pham investiert rund 100.000 Euro, erhofft sich zusätzliche Einnahmen. Der Deal kommt während der Renovierungsarbeiten in ihrer Praxis zustande, als es noch keinen Stress gibt. Sie ist zudem Vermieterin des Geschäfts. Dann kommt es zum Bruch. Es gibt angeblich Ärger wegen der Miete. 40.000 Euro sollen noch offen sein. RTL West konfrontiert Mohammed und Mariam E. mit den Vorwürfen. Ja, ich habe die beiden Beschuldigten gerade in ihrem Laden antreffen können. Vor der Kamera wollten beide nicht mit mir reden. Sie haben nur gesagt, dass an den Anschuldigungen nichts dran sei. Die Miete an Frau Pham sei gezahlt worden. Und von der Betrugsmasche wollen beide auch nichts wissen. Pham und Familie E. sind mittlerweile zerstritten. Jeder sucht die Schuld beim anderen. Jetzt ist es ja so, dass die Anschuldigungen im Prinzip auf Sie übertragen werden. Es geht um Untreue, es geht um Urkundenfälschung. Ja. Was sagen Sie dazu? Also, ich weiß auch nicht, was ist mit Urkundenfälschung ist. Ich habe nie irgendwas gemacht. Urkunden, auch sein Name oder ihr Name überhaupt nicht. Und mit Untreue, beziehungsweise, was er mich angezeigt hat. So, das stimmt überhaupt nicht.
Weitere Recherchen ergeben, Jana Pham ist angezeigt worden, wegen Betrugs in einer anderen Sache. Das hat die Staatsanwaltschaft Dortmund bestätigt. Damit Verbraucher nicht auf Betrügereien fallen, hier ein paar Tipps. Informieren Sie sich im Internet über das Unternehmen, checken Sie Online-Bewertungen. Zahlen Sie, wenn möglich, nicht im Voraus, sondern erst nach den Arbeiten. Verlangen Sie bei jeder Zahlung eine Rechnung. Katharina Österhaus hat Angst, meidet die Innenstadt seitdem. Mohammed E. soll ihr mit Hintermännern gedroht haben. Da handelt es sich um einen Clan, der ziemlich bekannt ist. Und da gäbe es wohl Connections zu diesem Ehepaar. Österhaus hat Anzeige erstattet, will das Bad nun mit Freunden fertigstellen. 5.000 Euro wird es wohl zusätzlich kosten. Jana Pham will Mariam E. als Geschäftsführerin abberufen und den Laden schließen. Eine Räumungsklage läuft, den Rest müssen jetzt Gerichte klären.